Mario hat zwar keine 70 Sterne gesammelt, aber wir gehen trotzdem nun nach ganz oben vom Pilzkönigreich aus. Denn wir vermuten, dass Bowser und Prinzessin Peach hier oben sein müssen. Ich meine, wir haben das ganze Schloss und das untere Bowser-Schloss auch noch abgesucht. Niemand war da. Oh Mario, Hilfe! Da ist er! Und da ist er. Wenn das nicht mein alter Kumpel Mario ist! Ich hab auf dich gewartet, Kollege. Ich bin erstaunt, dass du so weit gekommen bist. Wie schön. Für mich? Du hast schon viel zu lange für Unruhe gesorgt, kleiner Mann. Es wird eine Freude sein, dich eigenhändig zu zerquetschen. Zum zweiten Mal! Mario! Das kannst du ihr nicht antun, Mann! Sie steht nicht auf Fesselspiele, ich weiß das schon. Narr! Du kannst mich nicht besiegen! Ich bin unbesiegbar! Hier hat's angefangen, hier werden wir's beenden, Kollege. Gut, Mario. Lass uns doch einen Blick auf deine sogenannten Kräfte werfen, hä? Okay, aber erstmal müssen wir checken, ob du es auch wirklich bist. Bowser, der böse König! Endlich, nach all der Zeit. 50 KP nur, eine Verteidigung. Er beherrscht viele verschiedene Attacken, von Feueratem bis zu Stampfattacken. Feuerattacke 8, Stampfattacke bzw. Clown-Attacke 6. Und ich bin mir nicht sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Junge, sieht der fies aus. Er ist ohnehin schon stark genug, aber er kann sicher den Sternstab einsetzen, um sich bis zur Unverwundbarkeit zu verstärken. Prinzessin Peach braucht uns. Schnappen wir ihn uns, Mario. Boah, krass. Gumbach hat keine Angst vor ihm. Beim ersten Bowser-Cutout vom allerersten Koopa Bros. Boss, da hat er ja noch Schiss. Mensch, selbst er hat sich hier weiterentwickelt in der Zeit. Okay, den Sternstrahl sollen wir gleich mal einsetzen. Ich hoffe, wir greifen ihn erstmal an, oder? Man sagt, dies würde Bowsers Sternstab schwächen. Okay, machen wir gleich. Ich springe erstmal auf seine hässliche Fresse! Ja, ja, macht schon mal Schaden, macht schon mal Schaden. Oh, der Feueratem. Und wie der stinkt. Was hattest du bitte zum Frühstück? Oh, weißt du was? Ich will es gar nicht erst wissen. Vielleicht macht der Hammer noch mehr Schaden? Probieren wir es aus. Bam. Ne, macht genau gleich. Okay. Also gut, genug jetzt. Werde Zeuge der Kraft dieses Sternstabs. Was ist das für eine Attacke? Was macht sie mit ihm? Ist er unverwundbar? Hat er den Sterneffekt? Das kann ich nicht sein. Ich muss den Sternstrahl einsetzen. Der kostet uns übrigens gar nichts. Den können wir einfach so machen. Und alle Sterne sind auf einmal da. Und greifen Bowser an. Was zum... Oh! Was in aller Welt war das? Was ist denn jetzt mit diesem dämlichen Sternstab los? Tja, funktioniert wohl nicht, wa? Das ist aber schade. Für dich! Yeah! Oh, geblockt sogar. Nicht schlecht. Schätze, ich greife ihn weiterhin an. Aber er hat seinen Sternstab losgelassen. Du billiger kleiner Feigling! Der Kampf fängt gerade an! Ach, ist das so? Wusste ich gar nicht. Machen wir jetzt schon? Machen wir jetzt schon, komm! Boah, der Schaden war sehr nice. Ich hätte noch einmal aufladen können, aber ich wollte direkt angreifen. Stampfattacke! Okay. Noch sieht's gut aus. Noch haben wir nicht so viel Schaden genommen bisher. Und wir haben noch einiges an BP. Bam! Habe ich meine Orden ausgerüstet? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich meine Orden ausgerüstet habe. Whoops! Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen? Ach was, ich wollte es extra spannender machen. Ich hätte ja sogar noch ein Level abfarmen können, wenn ich wollte. Na, ernsthaft? Denn auch diese Eiskönig-Fähigkeit, dass ich einfach zu 20 KP heilen kann? Okay. Wenn das so ist. Jo, Pika Bowser. Schau dir so oft drauf, bis du nicht mal deinen eigenen Namen weißt.
Oh oh. Oh oh. Nicht schon wieder die Kacke. Ich würde es gar nicht riskieren, was für ein super starker Angriff er macht, wenn wir das jetzt nicht hier direkt mit einem Sternenstrahl kaputt machen. Also los! Sternenstrahl! Helft mir! So gut es geht! Hat schon wieder geklappt. Tja, Bowser. Lass den Sternstab liegen. Heb die weiße Flagge. Und gib einfach auf. Hast du verstanden? Was? Ich hab doch gedrückt. Hä? Säule. Oh Mann. Wow! Oh oh, Gumbario ist besiegt. Okay, da muss Marius alleine erledigen. Kein Problem! Nächste Runde ist er besiegt. Und noch eine Stampfattacke, keine Klaue. Na gut. Ist dir überlassen, wie du es hier beenden willst. Das war's? Boah, ich habe mehr Sternpunkte erwartet bei so einem Bowser-Kampf. Wow, du bist nicht schlecht. Wie bist du so stark geworden? Aber trotzdem bist und bleibst du eine kleine Nervensäge. Ich habe mich gerade erst aufgewärmt. Hä? Ah, lass mich in Frieden! Mario, hilf mir! Wenn du Prinzessin Peach retten willst, solltest du mir besser folgen! Aus dem Fenster? Nein, die Treppe nach oben! Achso. Ja, das können wir auch machen. Ich behalte Gumbario erstmal noch hinter mir. Auch wenn er jetzt nicht mein Number One Partner to go ist, vor allem nicht für so einen Kampf, aber. Naja, ich schätze. Vielleicht müssen wir ihn doch mal scannen. Vielleicht hat er gleich was anderes drauf. Vielleicht kämpft gleich jemand anderes für ihn. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Wir müssen es aber herausfinden. Da ist er. Hey! Jetzt rennt er wieder weiter weg. Was soll der Blödsinn? Ein letztes Mal speichern. Okay. Alles klar. Los geht's. Bin ich geheilt? Nein, bin ich nicht. Ich sollte mich vielleicht heilen, obwohl vielleicht werden wir oben nochmal geheilt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja noch ein Heilblock? Nee, okay, hier scheint keiner zu sein. Dann heile ich mich nochmal. Nimm den Superpilz. Das wird zwar nicht ausreichen, aber es ist schon mal nicht schlecht. So. Ja, die beiden Items behalte ich. Die werde ich nicht benutzen. Vielleicht ist die ganze Menge benutzen. Ich weiß nicht. Oh, es geht schon direkt los. Okay, okay. Krass. Und da kommt er. Der Newcomer. Mario. Boah, besser nicht hier runterfallen, Alter. Ich glaube nicht, dass Twink uns dann hier helfen würde. Wenn wir da runterfallen. Oh Gott, bin ich dafür bereit? Ja. Ja, ich bin bereit. Willkommen zu deinem Albtraum! Du solltest mir dankbar sein, Mario! Da du schon so, seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet. Was soll das heißen? Oh oh. Naja, ich wollte sowieso nicht mehr zurück. Gefällt sie dir? Du sitzt in der Falle! Wie fühlt man sich da, hä? Mario, sei vorsichtig! Du bist uns in die Falle gegangen und du nennst dich selbst Held? Hast du geglaubt, wir wären dumm genug, einfach zuzusehen, wie du einen Stern nach dem anderen rettest? Auch ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Maschine, die Bowsers Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die vereinte Macht der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Was denn für eine Puff-Puff-Maschine oder was? Dank meiner Weisheit wird er nun wahrlich unbesiegbar sein. Seid ihr bereit, mein König? So nehmt die Kraft in euch auf! Oh Gott. Der Plot-Twist in jedem Mario-Spiel. Magi Koopa verzaubert Bowser. Bowser wird super stark. Aber wir wissen, wie es endet. Mario besiegt Bowser. Ich glaube, das ist doch das erste Spiel von Mario.
Wo ein Magikooper Bowser verzaubert, dass er größer wird und stärker wird, oder? Ich glaube, hier hat das angefangen. Oh, ich werde zum Super Saiyajin, endlich! Oder Ultra, deswegen ist er blau. Oh, Kirby Cooper, das war unglaublich! Ich fühle mich, als würde ich vor Kraft bersten. Jetzt werde ich diesen dreisten Klempner-Filmer besiegen! Hey, du, Mario! Jetzt liegen die Dinge etwas anders, du schnauzbärtige Pappnase! Bereite dich auf deine Niederlage vor! Das sollte ich dir sagen, Mann. Denkst du, ich hab Angst, nur weil du ein paar Inches größer geworden bist? Ich glaub kaum. Bowser, der böse König. Ich glaube, er ist größer geworden? Kein gutes Zeichen. 99 KP, Verteidigung 2. Er beherrscht viele verschiedene Attacken, von Feueratem bis zu Stampfattacken. 10 Angriff macht Feuer, Stampf und Klau 8. Und ich bin mir nicht sicher, er hat bestimmt auch was anderes drauf. Und Kirby Coopers mysteriöse Maschine hat irgendwie seine Kraft verstärkt. Das ist ziemlich unfair. Es hat doch keine Maschine gehabt, der hat einfach nur einen Zauber gemacht. Wenn du den Sternstab einsetzt, solltest du sofort mit dem Sternstrahl kontern. Oh, du wusstest schon. Achso, sorry. Selbst Gumbara hat keine Infos mehr für mich. Jetzt wird's ernst. Macht denn der Hammer genauso viel Schaden? Ein bisschen weniger. Oh Gott, Alter, so ein riesiges Krokodil, wie kommt auf dich drauf? Das Mare, das überlebt immer. Stark. Sind wir. Vielleicht sollte ich wechseln. Auf jemand Stärkeres. Andererseits, aufladen ist schon cool. Vor allem mit dem Multikopfnuss danach. Sonst hätte ich jetzt Lady Boo reingetan. Aber wir schauen erstmal. Bam! Okay, nein. Immer Hammer, immer Hammer. Sprung macht nicht so viel wie der Hammer. Es ist an der Zeit, meine Kraft durch den guten alten Sternstab zu erhöhen. Entschuldigung, was? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Nee, der Kerl hat keinen Buff. Aber er wird jetzt Buff. Wenn er selbst in seiner großen, bösen Königform seinen Sternstab-Effekt verliert. Warte mal, was? Du Idiot! Diese schwache Attacke kann mir gar nichts anhaben! Oh, wir haben ein Problem, Mario. Der Sternstab funktioniert nicht. Was zum... Ich kann doch gar nicht mehr gewinnen. Ah nein, Mario! Was kann ich da tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen. Irgendjemand muss Mario helfen. Warum musst du eigentlich ständig deine Fressleiste offen haben, ha? Sei nicht still, Weib. Oh! Twink! Ah, oh, Prinzessin Peach, bist du in Ordnung? Ich befreie dich von diesen Fesseln. Der Retter dieser Geschichte. Twink, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Du wurde eigentlich voll weggeschleudert von Bowser, aber er hat es wieder zurückgefunden. Du unverschämtes kleines Sternkind, wie kannst du es wagen? Warte mal, was? Oh, ja, jetzt machen wir es ernst. Du kleiner Heißsporn, du Hosenscheißer, du bist viel zu klein, um gegen mich kämpfen zu können. Ich habe keine Angst vor dir. Ah, sei vorsichtig, Twink. Ich rempel dich an! Challenge Commands! Ich kenn das doch gar nicht! Hat mich da was gekitzelt? War das etwa dein Angriff? Ja. Aber ich bete für Twink, dass er stärker wird. Ah, Twink! Yeah, der Wunsch wird erfüllt. Aber wir müssen ausweichen. Hä? Ein riesiger Block? Oh! Du hast also die Blöcke überall hingestellt? Na warte. Ein weiterer Rempler, ich fühle mich stärker. Au, du mieses Frettchen. Du kannst also doch ein wenig kämpfen, hä? Huh? Ja, kann man so sagen. Und jede Runde wird Twink stärker.
Denn Prinzessin Peach betet immer mehr drauf. Aber wie viel Leben hat Twink eigentlich? Ist ein bisschen schade, dass ich hier nichts wirklich machen kann. Aber na gut, dann ist das halt so. 2 Schaden! Ja! Was geht hier vor? Täusche ich mich oder wird dieses Sternchen immer stärker? Ach, du täuschst dich nur. Kümmere dich nicht drum. Schlaf am besten ein bisschen ein. Wird schon nichts passieren. Alles gut. Schon wieder dieser Block. Zumindest macht sie keinen Steinblock oder so einen Goldblock oder sowas hin. Oh, wir werden auch robuster. Oh, ich verstehe. Schon 6 Schaden insgesamt gemacht. Wie viel Leben sie wohl hat? 10? Wenn ja, dann ist sie jetzt nächste Runde besiegt. Aber wow. Twink hält wirklich einiges aus. Er ist wirklich der MVP dieser Geschichte. Gar kein Schaden. Das kann nicht sein. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh nein, jetzt erinnere ich mich wieder. Die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Peach geben diesem Sternkind seine Kraft. Oha, Peach ist einfach nur gewöhnlich, keine Prinzessin oder so. Oh, guck mal, wie wir jetzt glitzern. Haha, der Stern glitzert. Und macht mehr Damage. Ja, 10 Schaden reicht wohl. Oh, König Bowser, ich habe versagt. Das ist schon peinlich, Mann. Muss ich schon sagen. Oh ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Aber was kann ich tun? Ich weiß es, Prinzessin. Wünsch dir etwas. Genauso wie du es bei mir gemacht hast. Wünsch dir etwas, damit die hohen Sterne mehr Kraft erlangen. Denke an das Königreich, den Sternhafen, Mario. Schicke einen Wunsch an die Sterne, während du an all diese Dinge denkst. Wenn dein Wunsch stark genug ist, wird er die Sterne erreichen und ihnen Kraft geben. Gut, Twink. Ich werde es versuchen. Ich werde Mario helfen. Tu das. Der hat so jemanden wie dich. Gut nötig. Und Peach betet wie noch nie. Was ist los, Mario? Kann es sein, dass dich die Kraft verlässt? Du solltest mehr trainieren! Hey, ich bin gut in Form. Was war das? Oh, ich fühle die Kraft in mich strömen, wie die in mich strömt. Ehrenvolle Sterne, ich werde alles tun, um euch zu helfen. Twink? Was für eine Überraschung! Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und des gesamten Königreichs mit Kraft erfüllen. Selbst die Toads beten da unten. Vielleicht können wir nun gegen Bowser stärker ankommen. Jetzt, Mario, gib nicht auf! Wir stehen alle hinter dir. Empfange unsere Kraft und gib dein Bestes. Setze den Sternstrahl ein! Will do. Will do. Sternstrahl wurde stärker. Er heißt jetzt der Peach-Strahl. Mario lernt der Peach-Strahl. Wir sind eine Pokémon-Attacke. Was geht denn hier vor? Das wirst du jetzt schon früh noch sehen. Mario, stehst du immer noch? Gib einfach auf, Mann. Du wirst mich niemals besiegen. Das weißt du doch. Bist du dir so sicher? Peach-Strahl setzt Bowser Sternstab außer Kraft. Peach! Los! Jetzt der Light Arrow. Oh ne, falsches Spiel. Mit Twink zusammen diesmal. Was soll das? Die Kraft des Sternstabs ist erloschen! Tja, das ist nicht mein Problem. Bowser musst du nächstes Mal ein wenig mehr aufpassen. Oh, ich war geil. Cool. Ich wollte das nicht. Miss Input. Na gut. Oh, die Clown-Attacke. Aua. Und auch noch ein Effekt. Vergiftung. Absolut gar nicht gut. Ja, toll. Jetzt habe ich dieses Tonic doch weggeschmissen. Aber ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich hau ihm trotzdem einen auf den Deckel. Oder zumindest auf die Füße. Muss trotzdem wehtun, oder?
Gumbario, du hast deinen Job erfüllt. Jetzt lass die Lady es tun. Wenn sie es gegen Klubber schafft, dann schafft sie es gegen Bowser. Alter, 9 Schaden. Stellt euch vor, man hätte nicht ein einziges Mal KP upgraded bei deinem Level Up. Also, dann würdest du ja gar nicht gewinnen können, glaube ich, oder? Na gut, nur voll mit One-Ups vielleicht? Na, selbst dann weiß ich es nicht. Okay, wir brauchen die Fächer-Lady. Gegen die Augen! Oh, er lacht nicht nur aus. Okay, das funktioniert nicht. Mist. Und wieder das. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Die Vergiftung ist weg. Okay, wir könnten es mit Bombett versuchen. Vielleicht macht sie mit der Bombenattacke viel mehr. Aber erstmal den Peach 3. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. 80 Leben hat er halt noch. Schon einiges. Warum hat er eigentlich nicht 100 Leben gehabt, sondern 99? Na egal. Vielleicht geht das Spiel nicht weiter als das. Ach nö, komm schon. Hat meine Bombe entschärft. Was soll das, Mann? Du gehst mir auf den Schuhsenkel. Immer schon auf die Füße hauen. Irgendwann kippt er um. Mist. Oh, so langsam soll ich mich mal anfangen zu heilen, glaube ich. Ach was, passt schon. Immer drei weiter drauf da. Deine Zehnlinge sehen hässlich aus. Aha. Hast du verstanden? Ja, ich weiß, wer das verstanden hat. Irgendwie nicht. Er macht immer das Gleiche mit deinem Sternstab. Du weißt doch, Kollege. Du weißt es doch, Kumpel. Du weißt es doch, Bro. Es funktioniert nicht. Du verschwendest nur unsere Zeit. Die kostbare Zeit. In der Zeit hätten Leute ihre Wünsche erfüllt bekommen können. Aber das juckt dich ja nicht. Auch jedes Mal nur 10 Schaden immer. Aber vielleicht kann Babette jetzt mehr tun. Oh, Klaue. Oh, ach nee. Vergiftung schon wieder. Oh no. Aua. Und die Nase verstopft, Mann. Okay. Okay. Den Ultrapilz setzt sich ein. Volle Heilung! Nur leider ohne, dass die Vergiftung weg ist. Schade. Na gut, ja, toll, das bringt mir jetzt nichts. Die Megabombe! Bodentreten? Ach, das wäre Schaden? Oder mach ich eine normale Bombe? Mach eine normale Bombe. Das muss jetzt aber Schaden machen! Ja! Okay, sehr gut. Bombett macht Schaden. Sehr gut. Ernsthaft? Mhm. Also 20 können wir noch drüber reden, aber 30? Wozu mache ich den Blödsinn hier überhaupt die ganze Zeit? Wenn du dich ständig gegenheilst. 30? 30? Ich komme nicht drauf klar. Ah! Okay, mit Bombett kann ich immer 10 Schaden machen. Wenn ich so weitermache. Okay, sehr gut. Vergiftung soll jetzt weggehen. Ah. Taschentuch. Ach Gott, ist weg. Da wurde Mario ein bisschen krank. Kann mal passieren. Bam. Ja, zappel nur rum, Freund. Zappel nur rum. Zappel ganz viel rum. Okay. Wenn das so weitergeht, dann wird das noch, weiß ich nicht, 10 Runden oder so dauern. Ja, ich schätze, die Entwickler wollen das so, dass der Kampf so lange dauert. Ich weiß nicht. Ich kann das verstehen, 99 Leben und so zu geben, aber ich finde, die Verteidigung hätten die dann zumindest weglassen können, damit es schneller geht. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe den Kampf schon längst gewonnen. Ich habe es ja komplett schon durchschaut. Ich muss da lang genug aushalten und nicht zu viel Schaden nehmen und ich immer gegenheilen. Mehr ist das halt nicht mehr. Das hat das Ding. So. Ja, ich hab's doch gerade entschärft, oder nicht? Achso, er macht das. Oh. Oh nein. Das ist tatsächlich die schlimmste Attacke, weil jetzt kann ich Bombett nicht mehr benutzen für mehr Schaden. Bzw. doppelten Schaden eigentlich.
ziemlich blöd. Die Klaue. Ah, ich hasse die Klaue. Das ist die zweitschlimmste Attacke. Wegen der Vergiftung. Und ich habe keinen Bock, da irgendwas gegen zu machen. Also immer weiter auf die Fußnägel. Hat sich vorhin geheilt, hat sie kurz lackiert. Ach Mist, 9 Schaden, so viel. Bombett schließt wieder auf. Nee, eine Runde noch. Genau wie die Vergiftung. Meinetwegen. Ah, fast die Hälfte. Fast die Hälfte. Wir kommen näher. Und beim Bett steht wieder. Ist das diese Welle? Nee. Aber wir machen wieder den Blödsinn. Er lernt einfach nicht dazu. Er lernt es einfach nicht. Oh Mann, Bowser. Ehrlich. Das ist wirklich traurig, Mann. Es ist wirklich einfach nur traurig. So. Soll ich es mal ausprobieren? Vielleicht macht er doch die Megabombe mehr Schaden. Ich habe genug BP. Ich kann es probieren. Probieren wir es. Ja! Nee, lohnt sich nicht. Habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt habe ich es mal gezeigt. Der Angriff ist Angriff. Ach Mann, ich... Mann, wo muss man denn drücken? Dammit, nicht gut. Aber hey, er ist unter der Hälfte seiner Leben. Außer er hält sich nochmal um plus 30. Einfach so, weil das kann. Dieser Kampf ist noch nicht vorüber. Ja, ich weiß. Oh oh. Ja. Okay. Was bringt das, ein Lebenspilz einzusetzen? Bringt doch gar nichts, oder? Oder kann man ihn einsetzen? Man kann ihn einsetzen, warum? Einfach so 10 Leben heilen, oder was? Ich schätze, ich verschwende meine Wacker-Kicks. Wenn ich sie sowieso dabei habe. Dann nehme ich sie auch. Ich werde daran denken, wie ich den Wacker eins über die Rübe gehauen habe damit. Jetzt! Nein! Und noch ein kleines Ticken zu früh. Mann! Bowser! Noch nie in meinem Leben warst du so ein nerviger Gegner! Toll. Ist das der Angriff? Nee. Wo sind da Blitze im Hintergrund? Was geht denn da ab? Na gut, Bowser. Du möchtest wirklich unbedingt unsere Zeit verschwenden, ja? Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Wirklich. Ich verstehe das schon. Ehrlich gesagt, nein, ich verstehe das nicht. Du weißt eigentlich schon, dass du verloren hast. Du siehst am Inventar, ich habe genug Items. Du kannst nichts tun, Mann. Selbst wenn ich jetzt jedes einzelne Action-Kommando verkacken würde. Selbst dann hättest du verloren. Aber ich tue es natürlich nicht verkacken, weil ich will ja hier so schnell wie möglich raus. Diesen Kampf vor allem. Boah. Gut. Ich könnte theoretisch auch den Sternsturm die ganze einsetzen, ne? Ich glaube, das lohnt sich. Machen wir es mal. Vielleicht geht das schon schneller. Schieb. Außer es gibt jetzt so eine ungesprochene Regel, dass man zweimal hintereinander nicht den Fokus-Command einsetzen darf. Also die Sternkraft halt. Wusste ich aber nichts von. Wäre lustig, das so jetzt herauszufinden. Bam! Komm schon, erst war ich down. Er hält selber nicht mehr lange aus. Wir können es schaffen. Aber ich muss mich noch einmal heilen. Einen letzten Wacker-Kick. Eine letzte Heilung habe ich noch. Danach werde ich nur noch wiederbelebt. Und das muss reichen. Es muss. Es muss reichen. Komm schon, er hat nicht mehr so viel Leben. Was macht er jetzt? Schon wieder der Blödsinn. Ja, das wird dann wohl eine Überlänge an einer Folge. Aber das nehme ich in Kauf. Dafür, dass wir diesen epischen Kampf noch hier fertig kriegen. Mal gucken, wie ich das schneide. Vielleicht fällt es noch in einer separaten Folge. Außer das hier ist nicht der richtige Kampf. Es ist nur noch die zweite Phase, es kommt noch eine dritte Phase.
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was Bowser hier vorhat. Seine Taktiken sind sehr fragwürdig, wenn ihr mich fragt. Ja. Und natürlich mal wieder sowas. Oh man. Bowser-Kollege. Es reicht jetzt. Ich hab genug gesehen. Ehrlich, Mann. Ich hab genug gesehen. Der Professor, der macht das jetzt zu Ende. Hieß er nicht so? Ich glaub schon. Nächste Runde ist ein Untergang. Egal, was du jetzt vorhast oder versuchst. Es ist vorbei, Mann. Es ist einfach over. Ihr beschwert euch nicht bei mir, dass die Folge so lange ist. Er macht ja so lange. Bowser! Mann, ich wollte es episch machen. Ich wollte es episch machen, Mann. Und Bambett schläft immer noch. Die küsst den Boden. Ich kann das einfach nicht. Ich werde das niemals können. Okay, ich muss mit den Umständen leben. Einfach weiter den Hammer draufhauen. Bam! Nur weil du deine Fußnägel ganz schnell lackieren kannst, heißt das nicht, dass sie gesichert sind von mir. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich weiß ja mittlerweile nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist immer das Gleiche, Mann. Wir hatten einen epischen Finalkampf hier. Aber du musstest dich nochmal um 30 und nochmal 30 heilen. Ach, Bowser. Ich glaube, du wirst es niemals lernen. Und nächstes Mal sag's mir am besten, wie ein richtiger Cartoon-Bösewicht, was dein Ziel und dein Plan bitte war. Also Ziel, ja, okay. Prinzessin Peach, weiß ich nicht, heiraten oder so und ihr Schloss für dich haben. Die Welt überjochern oder so. Das ist aber ein schlechter Scherz. Das ist aber ein schlechter Scherz jetzt. Sorry Leute, aber ich glaube, das skippe ich jetzt für euch. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Was zur Hölle? Das war eine Attacke. Oh oh. Hat der es einfach doch noch drauf? Sieht langsam nicht mehr so gut aus für uns. Geht so. Es geht so. Wenn wir nicht in 10 Runden so fertig sind, dann hat er vielleicht doch noch gewonnen? Das können wir nicht zulassen. Schon wieder der Blitz. Alter, ich bin fast down jetzt. Oh no. Gar nicht gut. Aber er ist auch fast down. Oh, bitte sag mir, dass es jetzt endlich endet. Mario ist wieder gut. Hat ein Leben dazu bekommen und ist trotzdem aber im nächsten Moment, nächsten Angriff down. Aber er freut sich trotzdem. Yay. Ist ein Angriff? Ne, kann man nicht blocken. Keine Ahnung wie. Ach, er lebt noch. Cool, Mario, du lebst ja noch. Komm schon, Bowser, gib's auf. Du kannst dich nicht nochmal 30 heilen. Nie im Leben kannst du das. Nimmer. Uah. Das war zu viel für Mario. Da braucht er erstmal seinen Pilz. Ich habe 3 von denen, also mir geht's ganz gut hier in der Lage. Ich sollte nur versuchen, besser zu blocken. Definitiv. Also, weiß nicht, ob das noch was bringt hier am Ende, aber versuchen kann ich es trotzdem. Komm schon, bitte. Bitte. Lass mich den Final Blow machen, bitte. Bowser. Tu mir das nicht an. Oh, jetzt macht er wieder den Blödsinn. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, hier kann man den nicht angreifen, während er diesen Status halt hat. Und ich glaube, ich werde es auch nicht ausprobieren. So. Bam. Es ist vorbei, Mann. Es ist zu Ende.
Es wird Zeit, dich zurückzuschicken, von wo du rausgekrochen bist. Selbst mit einem Leben stehe ich hier noch. Und du nicht mehr. So long, Gay Bowser. Oh nein! Mario hat mich besiegt! Schon wieder! Immer besiegt er mich! Diesmal war ich unbesiegbar! Und trotzdem hat er mich besiegt! Verdammt! Game over, Mann. Game over. Und nun erhalten wir den Sternenstab. Immer noch nicht von Kirby.